kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei einem neuen Projekt. Wir schauen uns WLAN 2.0 an. Und an die Leute, die schon lange hier unterwegs sind, die können mir ja nochmal sagen, ob sie sich vielleicht daran erinnern, dass ich WLAN ja schon mal gespielt habe, als es damals rauskam. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, gut 2 Jahre her, wenn nicht länger. Damals war der Kanal noch viel kleiner, mittlerweile ist viel passiert. Und ja, vor kurzem hat diese Mod noch ein Update bekommen, ein größeres. Und jetzt würde ich mir das Ganze gerne nochmal anschauen, vielleicht nochmal andere Entscheidungen treffen als beim letzten Durchgang. Und ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier noch weiter rumplappere, starten wir mal ein neues Spiel. Und es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wir können uns mal die Schwierigkeitsgrad-Details angucken. Also ich tendiere zwischen normal und schwer, weil extrem ist mir, glaube ich, einfach zu extrem. Also ich bin zwar ein alter, eingesessener Gothic-Spieler, aber trotzdem finde ich es ein bisschen nervig, wenn man so beschränkt ist in dem, was man lernen kann. Ich probiere nämlich auch gerne mal Sachen aus und genieße auch das Stärkerwerden in Gothic. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir spielen auf schwer. Das ist nicht ganz so extrem wie extrem. Und das machen wir. Und dann starte ich mal ein neues Spiel und wir schauen uns das Intro an. Ich bin mir sehr sicher. Schon einige Jahre her, da erzählte mir ein alter, bärtiger Mann in einer Taverne seine Geschichte. Er erzählte von einer Insel weit ab der bekannten Küsten, beherrscht von einem tyrannischen, selbsternannten Fürsten, der das Volk in die Knie zwang und auspresste wie eine reife Frucht. Er erzählte von des Fürsten Schatzkammer, über und über beladen mit Gold und Juwelen. Er erzählte, er sei Pirat gewesen und sein Kapitän habe mit ihm eben jene Schatzkammer leeren wollen. Sie wären an Land gegangen, hätten sich die Rüstungen von 2 Soldaten gestohlen, um so unbemerkt in das Schloss zu gelangen. Doch seien sie geschnappt worden, als sie gerade in die Schatzkammer einbrechen wollten. Zum Tode durch den Strick verurteilt wurden sie. Doch kam alles anders, denn der Fürst machte dem Mann ein Angebot, um sein Leben und das seines Kapitäns zu retten. Er erzählte mir von seinen unglaublichen Abenteuern und Erlebnissen, die er auf der Insel erlebt hatte. Es klang so unglaublich, dass ich ihn für einen Schwätzer halten wollte. Doch der Glanz in seinen Augen verriet, dass er die Wahrheit sprach. Es gab sie wirklich, die Insel voller Unterdrückung, Krieg und Gold. Ich fragte ihn, wie die Insel hieße, und er hielt einen Moment fast andächtig inne, bevor er sich zu mir beugte und mir ihren Namen ins Ohr flüsterte. Wählen, so sagte er, würde er bis in den Tod im Gedächtnis behalten. Verdammt! Was ist denn los? Los, mitkommen! Der Fürst will dich sehen! Der Fürst will mich sehen? Genau das sagte ich doch gerade. Was will er denn von mir? Das wird er dir sicher schon selbst sagen. Ich mache hier nur meinen Job, also erspar mir die dämlichen Fragen. Beim Klappbautam. Ich hätte ja mit allem gerechnet, aber mit sowas. Allerdings. Was glaubst du, könnte der Fürst von mir wollen? Was weiß ich, was die Landratte von uns will. Vielleicht besteht ja noch eine Chance. Eine Chance wofür? Na, um endlich aus diesem Rattenloch zu verschwinden. Ei, nicht gerade ein schöner Ort. Du sagst es. Also sieh lieber mal zu, dass du im Schweinsgalopp da hochkommst. Ei, ei, Captain. Wir sprechen uns dann später, mein Jung.
Geh die Treppe hoch und zur Tür raus. Dort wartet der Fürst. Und lass dir gesagt sein, wenn du ihm keinen Respekt zeigst, werde ich dir persönlich welchen beibringen. Ist das klar? Klar. Gut, dann mal los. Ja, und da sind wir in Velen. Die Stimme sollte euch vertraut vorkommen vom Helden. Das ist wieder der gute Alex Mateka. Grüße gehen raus an der Stelle. Der war ja schon in manchen Let's Plays und im Podcast zu Gast bei uns und leiht den Helden in Gothic Mods oft seine Stimme. Ich finde, das macht er auch sehr, sehr gut. Und ich habe unter anderem in dieser Mod auch mitgesprochen. Das war mein erster Versuch damals und meine erste auch Chance, überhaupt in der Gothic Mod mal mitzusprechen. Also ich vertone hier sehr viele Nebencharaktere. Und mit sehr viele meine ich wirklich sehr viele, weil sie damals Not am Mann hatten und sie haben keinen besseren gefunden und deswegen habe ich auch wahrscheinlich so viele eingesprochen. Also erwartet jetzt auch nicht zu viel. Damals mit einem 50-Euro-Mikrofon und die ersten Versuche überhaupt, was in dem Bereich zu machen. Aber ich bin gespannt, wo ich mich überall nochmal finde und wie ich wen da eingesprochen habe. So, kann ich hier schon was mitgehen lassen? So, du bist also diese Pestzecke, die mich bestehlen wollte. Ja, an deiner Stelle würde ich jetzt lieber auch nichts sagen. Ich bin Renwig, für dich aber Herr Renwig oder einfach nur mein Herr. Ich bin der, dem diese ganze verdammte Insel und alles, was du darauf finden kannst, gehört. Nun sag mir, weißt du eigentlich, was hier die Strafe für so ein Vergehen ist? Ich nehme wohl an, Kerker? Falsch. Viel schlimmer. Tod durch den Strick? Aha. Und warum dann die Audienz? Ich glaube kaum, dass du uns jetzt freilassen willst. Das heißt, ich glaube kaum, dass ihr uns jetzt freilassen werdet, klar? Sicher, mein Herr. Na bitte, geht doch. Also, warum du hier bist, willst du wissen? Das kann ich dir sagen, weil du für mich arbeiten wirst. Ach, werde ich das? Nun, die Wahl liegt ganz bei dir. Tu es oder stirb. Sollen wir das mal ausprobieren? Vergiss es. Lieber sterbe ich, als für so jemanden wie dich zu arbeiten. Wie du meinst. Wache, zurück mit ihm in den Kerker! Und lass verkünden, dass heute Abend eine Hinrichtung stattfindet. Okay. Kaum hatte der Fürst der Wache den Befehl erteilt, stand ich auch schon wieder im Kerker. Ich berichtete morgen, was geschehen war. Der alte Haudegen tat natürlich wieder mal so, als wäre ihm das alles egal. So war er schon immer. Noch am gleichen Tag sollten wir hingerichtet werden. Nur wenige Stunden später war es dann auch schon soweit. Etwa ein halbes Dutzend gut ausgerüsteter Soldaten des Fürsten kamen in unsere Zelle und führten uns, nachdem sie uns gefesselt hatten, zum Galgen. Nun stehen wir hier, beide mit einem Strick um den Hals. Vor uns eine jubelnde Menge, die nur zu scharf darauf ist, uns endlich hängen zu sehen. Ja, schön, dass es ein alternatives Ende gibt, aber wir wollen ja weiterspielen und deswegen machen wir's. Na schön. Ich mach's. Ich bin nicht gerade scharf darauf, am Galgen zu baumeln. Kluge Entscheidung. Nun, lass mich dir erklären, worum es geht. Es gibt hier ein paar Rebellen, die... Rebellen also? So, so. Unterbrich mich nicht, verdammt! Also, wo war ich? Ach ja, richtig. Also, diese Rebellen überfallen unsere Karawanen, töten und entführen meine Männer und haben auch schon mehrmals versucht, mich aus dem Weg zu räumen. Warum? Eine gute und berechtigte Frage. Die Antwort ist ganz einfach. Die Kerle halten mich für zu unfähig, diese Insel hier zu leiten. Deshalb versuchen sie, mich mit allen Mitteln vom Thron zu stoßen. Okay. Und was spiele ich jetzt dabei für eine Rolle?
Meine Männer haben jetzt schon die halbe Insel auf den Kopf gestellt, aber ihr Lager konnten sie immer noch nicht ausfindig machen. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Finde ihr Lager und sobald du es gefunden hast, gewinnst du ihr Vertrauen und spionierst sie aus. Dann erstattest du mir Bericht. Und wie es dann weitergeht, nun, das sehen wir dann. Na gut, aber warum ausgerechnet ich? Weil dich hier keiner kennt. Und das ist ein erheblicher Vorteil. Wenn ich einen von meinen Leuten schicken würde, würden sie ihn doch sofort erkennen. Dann würden die niemals irgendwas über ihr Hauptquartier verraten. Verstehe. Und wie soll ich am besten vorgehen? Na wie wohl, du musst die richtigen Leute finden, die Kontakt zu den Rebellen haben und musst ihr Vertrauen gewinnen. Nur so wirst du überhaupt irgendwas über sie erfahren. Und wie finde ich die richtigen Leute? Tja, das wirst du schon selbst herausfinden müssen. Aber rede mal mit Kommandant Markus. Soweit ich weiß, hat er vor ein paar Tagen einen Trupp losgeschickt, um das Lager zu finden. Vielleicht haben die ja schon was herausgefunden. Mhm. Ja, interessanter Anfang auf jeden Fall. Das wird sicher keine leichte Aufgabe. Und diese alte Hose bietet ja kaum Schutz. Ich brauche Ausrüstung. Sieht das hier etwa aus wie ein Marktstand oder wie eine Schmiede? Naja, ich... Wenn du Ausrüstung brauchst, geh zum Schmied oder zu einem der Händler. Hast du, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass ich auch einfach von hier abhauen könnte? Das wäre wirklich sehr dumm von dir. Vergiss nicht, dass ich immer noch deinen Freund hier habe. Und wenn ich merke, dass du mich verarschst oder einfach von hier verschwindest, nun... Ich glaube, du kannst dir denken, was dann mit ihm passiert. Na gut, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Gut, und denk daran, sollte ich merken, dass du mich nur verarschst, ist dein Piratenfreund tot. Merk dir das. Ja, das merke ich mir. Was macht die Pflicht? Ich habe ja schon vieles gesehen. Aber so etwas habe ich auch noch nie erlebt. Was meinst du? Naja, noch 1 bis 2 Tage länger und du wärst Futter für die Würmer gewesen. Tja, da habe ich wohl noch mal Glück gehabt. Na, das kannst du laut sagen. So, wir können sie auch mal... Oh, ein schönes Logbuch. Die Aufträge angucken, wie... Ah, irgendwie... Habe ich gerade nicht gesehen, dass das ausgewählt war. Der Fürst Renweg ließ mich vorerst frei. Dafür soll ich aber als Spion für ihn arbeiten und das Lager der Rebellen, die sich gegen den Fürsten und seine Soldaten auflehnen, finden. Ich soll darüber mal mit Kommandant Markus sprechen, ob er und seine Jungs schon etwas herausgefunden haben. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, gehen wir mal wieder zu unseren Kollegen und schauen mal, was er zu der ganzen Sache sagt. Hey, du da! Was willst du? Siehst du denn nicht, dass ich zu tun habe? Nee. Interessant, es gibt hier auch Schilde. Vielleicht könnten wir dann auf den Schildkampf gehen. Da bist du ja wieder. Nun sag schon, was wollte der Alte von dir? Der Fürst hat mir ein Angebot gemacht. Aha, ein Angebot also. Ja, er hat mich vorerst begnadigt. Aber... Begnadigt? Verarschen kann ich mich auch selbst. Es stimmt. Aber dafür muss ich für ihn arbeiten und das Lager der Rebellen ausfindig machen. Du scheinst es ja wirklich ernst zu meinen. Aber was ist mit mir? Von dir war keine Rede. Was? Der Fürst will dich als Pfand hier behalten, damit ich mich nicht einfach vom Acker mache, bevor ich meine Aufgabe erledigt habe. Ach so, ja, das könnte ihm so passen, was? Während du dir einen schönen Tag mit den Weibern machst, im Wald herumspazierst und ein paar Typen aufs Maul haust, sitze ich hier in diesem Loch fest. Nee, mein Junge, schau dich doch mal um hier. Nicht mal ein ordentliches Pissbecken gibt es, ist ja ekelhaft. Aber das Schlimmste ist ja, es gibt nichts Anständiges zu saufen. Weißt du, was mir die Wache vorhin gegeben hat? Eine Flasche Wasser. Was soll ich denn mit so einem Dreck? Ich brauche einen ordentlichen Rum oder einen Grog, verdammt. Also streng lieber mal deine Birne an und überleg dir einen Ausbruchsplan.
Danke, Yamagose, mir irgendwann noch einmal den Verstand. Quatsch, kein Quark, mein Junge, den hast du doch schon längst versoffen. Tja, so wie es aussieht, sind wir wohl beide diesmal auf uns alleine gestellt. Scheiße, noch eins, sieht ganz danach aus. Enttäusch ich mich nicht, mein Junge, klar? Keine Sorge, werde ich nicht. Okay. Ich habe morgen erzählt, was der Fürst von mir wollte. Er war nicht sehr erfreut darüber, dass er im Kerker bleiben muss, während ich da draußen Spaß habe. Nun sollte ich mich aber an die Arbeit machen und zunächst einmal diesen Kommandanten aufsuchen, Markus. So, darf ich, morgens Hut, darf ich die Sachen mitnehmen? Hier, ist das erlaubt? Okay, das ist erlaubt anscheinend. Soll ich dir einen Wacholder geben? Nee, ist gar keine Quest. Sag mal, geht's noch? Das ist mein Hut. Keine Sorge, ich bewahre ihn nur für dich auf. Nix da, das ist mein Hut, also her damit. Warum regst du dich so auf? Ist doch nur ein alter Hut. Nur ein alter Hut? Ich glaub ja, wo mein Schwein pfeift. Junge, ich habe diesen Hut mittlerweile seit 30 Jahren. Da warst du nicht mal geboren, du Grünschnabel. Na dann sag mir mal, was bringt dir der Hut, wenn du da im Knast sitzt, hm? Nun, Oder willst du vielleicht, dass ihn dir einer der netten Herren hier wieder abnimmt und am Ende noch selbst damit herumläuft? Verdammte Scheiße. Na schön, du Hundesohn, kannst ihn behalten. Aber pass gut auf ihn auf, hörst du? Keine Sorge. Ich werde ihn hüten wie meinen Augapfel. Das will ich auch für dich hoffen. Sobald ich hier raus bin, will ich ihn wieder haben, klar? Ei, ei. Hat er überhaupt gute Werte? Nee, aber was man hat, hat man. Oder ist noch ein Gefangener? Hey, Mann. Okay, der hat aber nichts zu melden. Gut, dann gehen wir mal an die frische Luft. So, hier war ja nichts. Du hast auch nichts mehr zu erzählen? Zwischenbericht abgeben lohnt sich nicht. Buchkommode, da darf ich dran, oder? Guck mich so ein bisschen an. Die Insel Velen. Velen gehört zu den eher kleineren Inseln innerhalb des Mythanischen Reiches. Nur wenige Seefahrer kannten sie und spätestens seit Beginn der Revolution ist sie so ziemlich komplett in Vergessenheit geraten. Seit der Seehandel verboten wurde und gar keine Handelsschiffe mehr im Hafen anlegen, sind die Inselbewohner mit der Versorgung auf sich alleine gestellt. Diese leben seitdem vor allem von Vorräten aus früheren Zeiten, durch die Jagd sämtlicher heimischer Tiere und auch einen kleinen Bauernhof gibt es. Die Insel ist geprägt durch viele Ruinen früherer Völker aus längst vergessenen, vergangenen Tagen, die heute zum Großteil von Monstern bevölkert sind. Die Revolution und die damit natürlich unvermeidlichen vielen Leichen locken viele Fleisch- und besonders Aasfresser aus ihren Verstecken hervor. Die Inselbewohner, die keine oder kaum Erfahrung haben, sich gegen solche Bestien zu verteidigen, sollten zu ihrem eigenen Schutz deshalb möglichst vermeiden, die sicheren bewohnten Gebiete zu verlassen. Okay, darf ich hier auch rein? Der guckt mich so an. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich dachte, du bist ein Dieb. Was kannst du überhaupt? Schleichen kann er. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Tja, das ist ja schlecht. So, wo sind wir denn hier mal? Was haben wir denn hier? Eine Rune. Bekreuzung bei der Festung, okay. Das ist ja nett. Schöne Aussicht haben wir auch. Ich meine, das ist eine Insel, die man aus mehreren Mods kennt. Valendor zum Beispiel hat, glaube ich, die gleiche Grundstruktur, aber die wurde dann immer wieder abgeändert. Also der Grundaufbau der Welt ist der gleiche, aber was da drauf liegt, ist dann ein bisschen anders. Jürgen! Hey Mann! Ich werd bekloppt, schon wieder neu. Wo bin ich denn hier gelandet? Bist du blind? Das hier ist die Küche. Oh Mann, sag nicht, dass ich jetzt auch noch durchfurten soll.
Wer bist du? Ich bin Jürgen. Jürgen aus der Küche. Und wer zum Geier bist du? Ich bin... Vergiss es. Es interessiert mich ein Scheißdreck, wer du bist und woher du kommst. Oha. Ich, gehe lieber mal wieder. Warte, du kannst dich gleich mal hier nützlich machen. Kartoffeln schälen. Moment, was? Hier, diese zwei Säcke müssen in einer halben Stunde geschält sein. Also sieh zu. Ich bin nicht hier, um Kartoffeln zu schälen. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Na dann raus aus meiner Küche, Arschloch. Das ist der netteste böse Mensch, den ich je gehört habe. Dreckiger Dieb, na warte! Scheiß. Niemals wirst du mich kriegen. Das ist die falsche Seite. Tja. Das ist die falsche Seite. Oh, ein Lederbeutel. 10 Gold. Das ist ja nicht so viel. Ein Bett. Ja, das ist doch schon mal gut. Die Aussicht ist hier aber wirklich sehr schön. Da unten ist auch so eine richtig dicke Anlage. Hey, was wolltest du da drin? Ja, was wollte ich da drin? Mal gucken. Greifst du mich jetzt schon wieder an, oder was? Jürgen, lass mich in Ruhe. Oh ja, einen schönen Brunnen. Dafür fehlt mir etwas. Was denn? Viktor. Hallo. Hallo. Ich bin Viktor. Was kann ich für dich tun? Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl so sagen. Ja, ich kümmere mich um die Verwaltung der Festung. Außerdem verwalte ich noch das Amt des Schreibers. Ja, die Stimme kommt mir doch etwas bekannt vor. Du kümmerst dich hier also um das Schriftliche. Ja, so ist es. Briefe, Dokumente, Urkunden. All dies stelle ich aus und noch mehr. Wie sieht's aus? Möchtest du einen Brief aufgeben? Interessant. Du stellst also auch die Begnadigungen aus? Ja, das tue ich. Warum fragst du? Naja, ich bräuchte eine Begnadigung für meinen Käpt'n. Eine Begnadigung für deinen Käpt'n? Ach, du bist also... Ja, bin ich. Ah, jetzt wird mir so einiges klar. Aber tut mir leid, da sind mir leider die Hände gebunden. Renwick würde mich auf der Stelle hinrichten lassen, wenn ich dir so eine Bescheinigung ausstelle. Verdammt. Wäre auch zu einfach gewesen. Tja, da kann man wohl nichts machen. Der Viktor. Seinem stolzen Stand steht er da. Viktor, kannst du dich mal wieder an deinen Buchständer stellen, damit ich hier reinschleichen kann? Der Grog könnte doch meinem Käpt'n auch gefallen, oder? Das könnte er sehen. Still und heimlich. Damit Jorgen Viktor das nicht merkt. Aber gemütlich hat das hier, ne? Das nehmen wir doch mal direkt mit. Das ist sehr nice, dass man direkt schleichen kann. Viktor? Ja gut.
Na? Wie ist das Leben als Mitglied der Fürstenwache? Nun, die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist nicht gerade gering, vor allem nicht mehr, seitdem hier auf dieser Insel die Rebellion tobt. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass man als Soldat der Fürstenwache relativ gut verdient. Ich würde sogar fast behaupten, besser als alle anderen hier auf dieser Insel. Das ist das Risiko schon wert, finde ich. Ja, kann man so sehen, ne? Wie kann ich mich euch anschließen? In unserer Gilde wurde schon längere Zeit niemand mehr aufgenommen. Vermutlich hat man Angst vor Spionen der Rebellen oder ähnlichem. Aber rede doch mal mit Markus darüber. Er ist unser Kommandant und somit auch der, der normalerweise solche Entscheidungen trifft. Erzähl mir etwas über Renwick. Über Renwick? Nun, wer etwas Falsches über ihn erzählt, ist ein toter Mann, verstehst du? Verstehe. Renwick. Sklave. Lass mich in Ruhe. Hi. Was willst du? Ich bin beschäftigt, also lass mich in Ruhe. Der Jurga. Der Jurga hat ja auch einige Charaktere vertont. Mal gucken, wen wir noch so finden. Es ist immer witzig, so zu diesen Anfängen mal zurückzugehen. Also für mich waren es ja die Anfänge, hier mal so die ersten Rollen zu sprechen und so. Und ich habe jetzt auch mittlerweile noch nicht viele Rollen gesprochen, aber man lernt ja trotzdem dazu. Gerade damals war ich ja so frisch auf YouTube auch und habe noch nicht so viel mit meiner Stimme gearbeitet wie heute. Da würde man ja einige Dinge auch anders machen. Aber es ist sehr witzig, das zu hören. Wie ist es, ein Mitglied der Fürstenwache zu sein? Kann nicht klagen. Der Lohn ist in Ordnung. Die Arbeitszeiten, naja, eigentlich auch. Und das ist doch Dings, Orden. Wieso fällt mir der Name jetzt nicht ein? Einen Moment, ich muss kurz überlegen. Es tut mir so leid, dass mir gerade der Name nicht einfällt. Eldor. Der Modder von, die Garde. Wer sich auch noch erinnert, die Garde habe ich ja mal zusammen mit Corinnes Pictures gespielt. Nicht Eldor, Eldar, sorry. Tut mir leid. Erzähl mir etwas über eure Gilde. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Außer, dass wir verdammt nochmal die besten Kämpfer weit und breit sind. Wir beschützen den Fürsten mit unserem Leben. Unsere Klingen werden all seine Feinde niederstrecken. Ja, der ist auf jeden Fall hochmotiviert. Was muss ich tun, um mich der Fürstenwache anzuschließen? Du? Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass Markus einen Piraten bei uns aufnimmt. Also, vergiss das am besten gleich mal wieder. Ganz schön fies. Was kannst du mir über diese Insel hier erzählen? Velen ist eine kleine, heute eher in Vergessenheit geratene Insel. Früher, vor vielen Jahren, kamen hier noch so einige Schiffe vorbei, um mit uns zu handeln. Das war allerdings schon lange vor dem Verbot des Seehandels durch den Fürsten vorbei. Nämlich zu der Zeit, als hier dieses ganze Theater mit den Rebellen begann. Naja, wir kommen allerdings auch ohne Seehandel ganz gut zurecht. Immerhin sind genug Vorräte vorhanden. Und zur Not können wir auch noch den Bauernhof hier auf der Insel leer räumen. Ja, ich glaube, da hatte der Eldar schon ein bisschen Spaß beim Vertonen. Grüße gehen raus an der Stelle, falls du zufällig mal zuguckst. Thorsten. Hey Mann! Wer bist du? Ich bin Thorsten, Ausbilder der Miliz, oder besser gesagt, der Mann, der aus den ganzen Flaschen hier anständige Kämpfer macht. Wie lebt es sich so als Ausbilder der Miliz? Ach, immer derselbe Mist. Täglich darf ich mir das Gejammer der neuen Rekruten anhören. Mein Bettchen ist zu kalt, der hier hat meinen Eintopf geklaut. Jeden Tag irgendetwas anderes. Was glauben die, wer ich bin? Ihre Großmutter? Nein, verdammt. Die sollten sich ihr Gejammer lieber fürs Sterbebett aufheben, anstatt mir dauernd die Ohren voll zu sülzen. Die Stimme habe ich aber auch schon öfter gehört. Ich glaube, da wurde auch schon eine Meeremotz vertont. Kannst du mich auch trainieren? Als Ausbilder der Miliz ist es meine Pflicht, Bürger und Angehörige der Stadtwache zu unterrichten. Da du aber weder Bürger der Stadt bist, noch der Miliz angehörst, fällt das Training für dich aus.
Tja, dann ist das wohl schlecht. Dann kommen wir in Zukunft darauf zurück. Oh, hier ist leider nichts. Tja, dann würde ich sagen, das war's für die erste Folge. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.